Besichtigung beendet. Wie schaut es denn aus, die Saison? Ja, ganz schön. Es hat den Oberteil bis zum Neuschnee drinnen. Und da war die Piste hervorragend präpariert von mir aus gesehen, auch die Tschechoslowakis und die Mehlkuppe sehr schön. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf das erste Training. Gibt man beim ersten Training schon ordentlich Gas? Ja, man probiert auf jeden Fall schon, sagen wir mal, die richtige Linie zu finden und ja, schon Gas geben, ja, was ist mir sowieso weithin. Und was hat denn für die Priorität? Der Super-G am Freitag oder das Abfahrtrennen am Samstag? Ja, sicher, jetzt machen wir die Trainings und dann ist Freitag der Super-G. Wäre alles gegeben sein. Wir probieren mal 6. Platz vom letzten Jahr besser. Und ja, die Abfahrt liegt mir auch sehr am Herzen, da mal da schnell zu sein und werde alles probieren. Und auf jeden Fall, wie bist du mit der Saison bis jetzt zufrieden? Zufrieden, dass es jetzt in Europa ist, nachdem Nordamerika eine Episode war? Ja, ich sag mal, Lake Louis war nie so meine Piste zusammen und bin überhaupt nicht zurechtgekommen. Lieberkrieg war super, sind auch ganz gut gewesen, bin noch leider ausgeschieden und jetzt falle ich sehr, aber teilweise auch nicht so schlecht. Es ist eine neue Piste gewesen, um gefahren zu sein. Und, ja, freue mich jetzt auf die Rennen und aufs Rennwochenende dann drüben.